Da bin ich. Es geht los in die nächste Runde. Pass auf, hier ist wieder das Spiel. Hier ist das Spiel. Herzlich willkommen am Sonntag. Zurück zu Baphomets Fluch. Wir haben gestern Baphomets Fluch, der Engel des Todes, angefangen zu spielen. Und ja, sind vorangekommen, wenn auch etwas holprig. An zwei Stellen war es schwierig. Hallo Janus, einen wunderschönen Sonntag. Grüß dich. So, ich bin jetzt ein bisschen ausgeschlafener, vielleicht. Vielleicht ist es tagsüber auch etwas leichter, die Rätsel zu lösen, als so kurz vor Pennen. Hey, schön, dass du da bist. So, ich hab mich schlau gemacht, wie es weitergeht. Ich dachte mir so, an der Stelle jetzt wieder irgendwie eine halbe Stunde rumgurken, mache ich nicht. Und wäre auch nicht drauf gekommen. Obwohl es eigentlich wie immer die Rätselslösungen sind, ja, dann, wenn man sie weiß, immer offensichtlich. Aber wenn man halt keine Ahnung hat, dann können auch die einfachsten Dinge eben doch nicht ins Hirn kommen. Vor allem, weil es halt so Point-and-Click-Logik von früher ist. So, wir starten also frisch und munter heute wieder durch. Und ich werde jetzt mal direkt zeigen, wie es weitergeht. Wir waren hier zuletzt beim Hotel, wir haben das Klopfen gehört, wir wollten oder ich wollte halt an diesen Code jetzt rankommen. Denn wenn wir sie befreien, war so der Gedanke, dann hat sie ja wahrscheinlich den Typen gesehen und kann uns den nächsten Hinweis geben. Dann können wir hier auch weg. Ohne das, ne? Und ist auch ein bisschen komisch. Oh, was denn? Oh, guck mal, wie er wackelt, wenn ich hier so. Ich wusste gar nicht, dass mir im Kopf so mitgeht. Hoch runter, hoch runter, hoch runter. Okay. Ja, da vorne steht auch noch der Typ, der ja dann immer Probleme macht, wenn wir an die Tür gehen. So, jetzt nehmen wir den Zettel und den Stift. Das klappt doch Das nicht. geht aber so nicht. Aber wir können einen Zettel angeblich bei der Tür Wer durchschieben. immer da drin ist, könnte mir vielleicht den Code Das aufschreiben, ist es. wenn er was zu schreiben hat, was er wahrscheinlich nicht hat. Ja. Kriegst auch noch einen Stift Vielleicht dazu. hilft dieser Stift da weiter. Zettel und Stift durchgeschoben. Da drin rührt sich jemand. Und da sind der Stift und der Prospekt wieder. Weil sie ja nicht reden können. Scheinbar muss man es so lösen, das Problem. Und Da ist eine das. Zahl auf den Prospekt gekritzelt. Ah. 5837X. Dann gib mal ein. Jetzt wissen wir es Die auf dem ja. Prospekt gekritzelte Zahl wäre einen Versuch wert. Da tut sich gar nichts. Das war die Lösung. Gütiger Gott, sind Sie in Ordnung? Jetzt ja, danke. Nenn mich einfach George. Was ist passiert? Ich suchte gerade nach einem Reinigungsmittel und dann wird's düster und ich wache hier gefesselt auf. Hast du den Typen gesehen, der dir das angetan hat? Es hört sich verrückt an, aber er sah aus wie Elvis. Aha. Und weiter? Er hatte auch eine Tätowierung. Eine Schlange gewickelt um eine gewaltige. Lasst euch nicht stören. Das ist er. Diesmal entkommst du mir nicht, Drecksack. Da ist er. Oh. Ja. Okay, Anna-Maria, die Schläger sind weg, aber die Cops werden bald auftauchen. Wir verschwinden besser. Aber wo gehen wir hin? Zu einem Freund, wegen deinem Manuskript. Ich mache mich gleich wieder weniger durchsichtig. Immer bei dunklen Szenen sieht man mich besser, deswegen. Hey, schön, dass du mal reinschaust, George. Wenn du was findest, was noch heil ist, bedien dich. Geben wir der Bude den Rest. Noch besser wäre abfackeln, dem Erdboden gleich machen. Virgil, du bist etwas erregt. Das sehe ich. Deshalb habe ich dich so gern als Partner, wegen deines kriminalistischen Superhirns. Wir sind doch versichert, oder nicht? Die hast du nie bezahlt, erinnerst du dich? Ah, was ist mit dem Gerät? Das ist mein MP3-Player, Mann! Was davon Mann. übrig ist? Die beste Soul- und R&B-Sammlung im Arsch, zerstört von deinen Kumpeln! Wie soll ich arbeiten ohne den Sound von Maggie J. Blind? Wie soll ich schlafen ohne die größten Hits von Barry Brown, dem Nilpferd der Liebe? Wie soll ich unter der Dusche singen ohne meine Dosis Ich Malteser? weiß auch nicht, Mann, ich Das weiß auch sind wohl nicht. eher rhetorische Fragen, Virgil. Das sind brennende und offene Fragen, Mann! Ich kann dir einen neuen kaufen. Nein, eben nicht. Die letzte Lieferung, die eingetroffen ist, wurde gestohlen.
Bis die nächste kommt, vergehen Monate. Ich bin fast umgebracht worden und Virgil jammert über seinen Player. Ich muss ein Manuskript wieder beschaffen. Ja, okay. So, also. Ja, dank Spotify und Co. ist das ja heute alles kein Problem mehr. Aber früher war das sehr fatal, wie wir uns alle erinnern. Ne? Man hing halt an seinen aufgenommenen Kassetten, nicht zerkratzten CDs und den MP3-Playern, die bei Asphalt dann ruckelten, wo die CD dann immer stockte. Und man sich dann einfach dran gewöhnte. Aber wer hatte ihn nicht? Ich hatte mehr als einen, weil irgendwann waren sie doch immer wieder Schrott. Ich wieder zurückgehen. Können wir noch mal mit ihm weiterreden, oder? Virgil, bitte. 40 Gigabyte Musik, George. 40 Gigabyte. Das sind 4 Wochen Musik nonstop. Und jetzt habe ich nur noch diesen Country Classics Kanal auf deinem Radio. Aber Country Classics sind super. Dünnes Eis, George. Ganz dünnes Eis. Ach, schön. Ja, schauen wir uns mal ein bisschen hier um. Vielleicht finden wir auch irgendwas. Was sagt sie dazu? Anna-Maria, hast du einen Moment Zeit? Worum geht's, George? Nichts, Anna-Maria, nichts. So, gehen wir vorne mal hin. Zigaretten. Hey, Anna-Maria, sind das deine Zigaretten? Nein, warum? Jemand hat hier eine Packung liegen gelassen. Ich nehme sie trotzdem, vielleicht ergibt sich eine Spur. Okay, cool. Cool. Ja, dann nicht. Vielleicht können wir da auch noch, können wir die noch mal genauer angucken? Ein Päckchen italienische Zigaretten, das ich nach dem Angriff im Kautionsbüro gefunden habe. Ja. Virgil, pass auf. Lass mich in Ruhe, George. Ich will jetzt nicht mit dir reden. Okay. Der Verlust seiner Musik ist ein schwerer Schlag für ihn. Ja, schwierig. Schwierig jetzt mit ihm. Mal hier durch. Wohin soll ich jetzt gehen? Ja, wohin können wir denn gehen? Wir können ins Hotel nochmal zurückgehen und wir können ins Kautionsbüro gehen. Das bringt uns gerade nicht viel. Dann bleiben wir erstmal nochmal hier. Nein, ich habe noch mehr zu tun. Wir sind ja schon hier. Wir haben doch hier unsere Geschichte. 100 Watt Audio in Top-Qualität. Okay. Allemal besser als Miete zu zahlen. Ach, ich dachte, da könnten wir ihn irgendwie mit aufheitern oder irgendwas tun. Telefonieren vielleicht? Anna Maria, sie steht neben uns, aber wir rufen sie einfach an. Oder mal wieder im Hotel anrufen. Was passiert denn dann? Hallo, ist da Alfonsos Hotel? Ja, genau. Was kann ich für Sie tun? Ach, sie ist ja wieder da. Ich mache gerade eine Befragung zum Thema Wandschränke. Stimmt. Waren Sie schon mal in einem eingesperrt? Hey, George! Mein Held! Yeah! Wie geht's dir? Oh. Bei mir ist alles klar, Juanita. Ich wollte nur mal hören, ob es dir gut geht. Juanita. Aber ich muss auch gleich wieder los. Kannst jederzeit mal vorbeischauen, George. Ich schulde dir eine Menge. Ich werde es mir merken. Tschüss! Seine ganzen Girls. Seine Freunde. Hat sie überall. Virgil, mein Partner im Kautionsbüro. Virgil ist ein ziemlich harter Hund. Ex-Militär, das ist manchmal praktisch. Irgendwas hat ihn mächtig aufgeregt. Virgil, mir geht's ganz mies. Virgil? Ich hasse dieses beleidigte Schweigen. Okay, er will mit uns wirklich nicht reden. Wiederholt er sich? Virgil, mir geht's ganz mies. Virgil? Ich hasse dieses beleidigte Schweigen. Ja, ist das frustriert wie Musik und so, aber kippen will er halt auch nicht. Vielleicht dann doch nochmal wieder zurück zum Hotel. Wohin soll ich jetzt gehen? Anna-Maria, du bleibst besser hier. Bei Virgil bist du in Sicherheit. Keine Ahnung. Wir haben das zwar gerade erst angerufen, aber vielleicht soll er da ja hingehen. Weiß ich nicht. Und dann schob dieser Typ Stift und Papier unter der Tür durch. Oh. Er sah aus wie... Er! Na, wenn das mal nicht unser Held des Tages ist. Na. Oh, des Tages können Sie ruhig weglassen. Held reicht mir schon. Hören Sie, Freundchen. Ich mag keine Helden. Was bedeutet, ich mag Sie nicht. Das nächste Mal überlassen Sie das den Profis. Merke ich mir. Fürs nächste Mal. Hm.
So, jetzt ist der also da und dann können wir vielleicht mit beiden reden. Hallo nochmal, wie geht's dir? Oh, schon viel besser jetzt. Dank dir. Ich dachte schon, ich müsste da drin Tage verbringen. Eine gute Idee, das mit dem Stift und dem Papier. Man gibt sein Bestes. Ich heiße Juanita. Ich heiße George. Du hast schöne Hände, George. Und so lange Finger. Spielst du Klavier? Nein, aber ich beherrsche ein paar nette Griffe auf der Ukulele. Das glaube ich dir unbesehen. So, dann können wir ja mit den beiden mal ein bisschen quatschen. Wie hältst du es mit dem Mann nur aus? Ich hatte schlimmere Jobs. Alfonso ist okay. Solange man sich nicht mit ihm unterhält, was? Warum sollte man das wollen? Warum ist er immer so mürrisch? Hättest du 30 Jahre geraucht, wärst du dann nicht mürrisch? Sag mal, warum arbeitest du hier? Eines Tages wird Alfonso an seiner letzten Zigarette ersticken und man kann sich das Hotel unter den Nagel reißen. Und jetzt rat mal, wer das macht. Oben herumlungernder Kerl. Weißt du, auf was der Typ aus war? Er suchte nach einer Dame. Meinte, sie wäre hier Gast? Und wie kam er an dir vorbei? Er stieß meinen Nagellack vom Tresen. Er muss mir gefolgt sein, als ich Reinigungszeug holen wollte. Und dann paff! Autsch! Hab eine ganz schöne Beule. Willst du mal fühlen? Oh, schon deine okay. Ich kann mir vorstellen, wie sich deine Beulen anfühlen. Und hast du dem Typ eine gewischt, der dich im Wandschrank einsperrte? Ich verpasste ihm einen gehörigen Tritt, bevor er wegrannte. So schnell setzt er sich nicht wieder hin. Hudi, danke für Ihre Hilfe. Jetzt haben die sich überhaupt auch mal vorgestellt. Ich habe mich schon gewundert, dass der sie Juanita nennt. Verzeihen Sie? Ah ja, unser persönlicher Superheld. Ich bin Officer O'Halloran und Sie sind... George Stobart mit 2B und 2T. 2B, 2T. Verstehe. Was wollen Sie denn, Mr. 2B, 2T? Ja, was ist mit dem Kerl? Der Typ, der die Empfangsdame eingesperrt hat. Wissen Sie, wer das war? Mittelgroß, dunkles Haar mit einer Tolle. Sah ein bisschen aus wie Elvis. Könnte jeder gewesen sein. Ist Ihnen was Außergewöhnliches aufgefallen? Nun, da war diese Tätowierung. Wissen Sie, die Tätowierung des Typs war sehr ungewöhnlich. Überraschen Sie mich. Es war eine Schlange mit großen Fangzähnen. Sie umschlang sowas wie... Spucken Sie es aus, Mann! Umschlang sowas wie... eine Salami. Eine Salami? Ja, eine Salami. Na, das erklärt alles. Ach, wirklich? Ja, wirklich. Eine Salami bedeutet hier nur eines. Und das wäre... Ein Lebensmittelladen hat geöffnet. Wie bitte? Kleiner Scherz. Es bedeutet Di Martinos. Warten Sie, bis mein Boss das hört. Er kennt Di Martinos? Ist schon seit Jahren hinter denen her. Di Martinos. Die Salami Martinos. Was wollten die Männer hier? Sieht aus, als hätten sie was in einem von den Zimmern gesucht. Der Safe wurde geöffnet und geleert. Wir sehen ihn uns gerade genauer an. Aber sagten Sie nicht eben, er sei leer? Noch so ein Spruch und Sie duschen heute Abend mal im Gefängnis. Autsch! Und was passiert jetzt? Wir schreiben gerade eine Fahndung aus. Dann untersuchen wir die illegale Benutzung des Feuermelders. Des Feuermelders? Was ist denn passiert? Irgendein Idiot mit einem D und einem T hat den Alarm ausgelöst. Das mutwillige Auslösen eines Feueralarms bringt einen in New York direkt vor den Haftrichter. Welcher Schwachkopf würde denn sowas tun? Ja, weiß Danke ich auch nicht. Danke für Ihre Hilfe. Das wissen wir natürlich auch nicht. Was sagt Alfonso dazu? Hallo, Alfonso. Mensch, Alfonso. Gott, der stirbt hier uns irgendwann nochmal weg. Und was ist mit Mr. Minster? Er geriet in Panik und rannte davon, als hier alles losging. Hat noch nicht mal bezahlt, dieser schmarotzende Hurensohn. Wo ist er hin? Wer weiß, rief immer nur, die Gänse, die Gänse. Zuletzt sah ich ihn in Richtung Stadt laufen. Zu den Gänsen. Also sind Sie froh, dass Ihre Empfangsdame wieder da ist? Faul und zu nichts nutze. Sie kann froh sein, dass sie den Job noch hat. Aber sie konnte doch nichts dafür.
Hätte ich nicht diesen ganzen Papierkram, wäre sie schon längst gefeuert. Ja, die Standuhr geht wieder. Hat die Uhr den ganzen Tumult überstanden? Ja, und ich habe nie Käfer drauf gefunden. Komisch, was? Sie müssen das sinkende Schiff verlassen haben, als Sie sie kommen sahen. Ja, vielleicht. Oder es waren nie welche da. Hm. Was meinen Sie? Das ist eine interessante Theorie. Er bleibt cool. Wie läuft's Geschäft, Alfonso? Witzig drauf heute. Nach dem Kammerjäger und dem Feueralarm kann ich froh sein, wenn ich je wieder aufmachen kann. Aber Sie sind doch bestimmt versichert. Darum geht es nicht. Hier war alles tipptopp in Ordnung. Tipptopp in Ordnung bei Alfonso. Da wieder hinzukommen wird mich Jahre kosten. Genau. Jahre der Verwahrlosung wahrscheinlich. Bitte? Danke für Ihre Hilfe. Alles klar. Ciao, Alfonso. Guti, dann haben wir ja mit denen geredet. Also unser Freund ist dann weg. Wie sieht's aus? Wir haben ja jetzt noch... Nee, die haben wir nicht mehr. Wir haben keine Schlüsselkarte mehr. Kann man jetzt trotzdem einfach da rumlaufen? Würde mich ja mal interessieren. Kommen wir da rein oder ist da gar nichts mehr für uns? Dass wir vielleicht nochmal in die anderen Zimmer gehen könnten. Die Hotelzimmer sind für die Öffentlichkeit gesperrt. Ja, und ohne Karte, die jetzt nicht mehr da ist, ist das anscheinend nicht mehr Sinn der Sache. Hi, Juanita. Hi, George. Noch irgendwas? Nö. Danke für Ihre Hilfe. Hier, kippen. Das kann dem ja auch helfen. Verzeihen Sie? Ja. Haben Sie diese Marke schon mal gesehen? Ha! Wo haben Sie die her? Die hat jemand an meinem Arbeitsplatz liegen lassen, im Kautionsbüro. Passt. Genau der Ort, an dem man Schwarzmarktzigaretten findet. Welcher denn? Schwarzmarkt? Ja, genau. Illegal. Sie kommen irgendwie per Boot in die Stadt. Dank der Großzügigkeit Ihrer Freunde, der Martinos. Hey, das sind nicht meine Freunde. Das glaube ich. Die Martinos haben nur Freunde an den höchsten Stellen. Okay, das war auf jeden Fall jetzt auch nochmal so ein Tipp mehr. Kann er auch dazu noch was sagen? Das mache ich nicht. Also müssen wir jetzt zu den Booten? Hat uns das gereicht vielleicht? So als Indiz? Wo will ich denn als nächstes hin? Dann schnack ich nochmal mit ihr. Hi, Juanita. Juanita. Hi, George. Erzähl mir mal was von den... Okay, erzähl mir nichts. Danke für Ihre Hilfe. Hat er hier eigentlich irgendwas bei sich, was wir ihm klauen können, den Polizisten, oder? Entschuldigen Sie bitte, Officer O'Halloran. Ja, Mr. Stobart. Stobart. Oh, ach, wir können jetzt sogar nach den Docks fragen. Super. Also war der Typ einer aus der Martino-Bande? Richtig. Und die Zigaretten werden mit einem Boot in die Stadt geschmuggelt? Richtig. Dann haben die Martinos also einen Schlupfwinkel bei den Docks. Richtig. Richtig. Wir sollten das öfters spielen. Sie haben eine alte Fabrik unten am East River. Eine legale Firma. Mama Martinos Meatpacking Company. Wir kommen da nicht ran. Wird wohl Zeit, dem Hafen einen Besuch abzustatten. Yeah, das wollte ich. Genau. Danke diesen, für Ihre Hilfe. Genau diesen Hinweis brauchte ich. Geh da hin, George. Geh da hin. Wo will ich denn als nächstes hin? Zu den Docks. Mama Martinos Fleischfabrik. Da wollen wir hin. Urk. Oh, wisst ihr noch in Silent Hill 3? Da die Fleischfabrik. Oh. Martinos Meatpacking Company. Das Manuskript könnte irgendwo da drin sein. Aber um wirklich sicher zu sein, muss ich da rein. Jawohl. Okay, dann reden wir doch mal erstmal mit dem da hinten. Guck mal, wie nett er jetzt hier aussieht. Hallo. Hallo, Sir. Ich bin Chico Garella und führe den Laden hier für Mama Martinos Salami-Fabrik. Wir haben hier eine Riesenauswahl an Salamis. Wir führen Salami Milano, Salami di Fellino, Salami Ungarese, Salami Bresaola. Hey, wir haben hier so viel Salami, dass sie uns aus den Ohren rauskommt. Kleiner Scherz. Vielleicht sucht der Herr ja etwas ganz Besonderes. Wie wär's damit? Die 28 Jahre alte Meisterklasse Salami nach Mamas Rezept.
Nein, danke. Von scharf gewürzten Speisen kriege ich immer Sodbrennen. Heißt das, Sie essen gar keine Salami? Nein. Oh. Nicht? Nie? Oh nein. Nicht wirklich. Enttäuschend. Also, niemals? Ah, das war nur ein Scherz. Ich bin verrückt nach Salami. Ich sterbe für Salami. Sie gefallen mir, sind ein komischer Vogel. Hey, kenne ich Sie nicht woher? Vom Fernsehen? Na, ich habe eben so ein Allerweltsgesicht. Ich vergesse nie ein Gesicht, wenn ich eins sehe. Komischer Vogel. Dann fragen wir ihn doch mal ein bisschen aus. Sie haben eine sehr große Auswahl an Salamis. Das liegt an Mama Martino. Sie macht viele verschiedene Sorten. Die hier ist vom Eber. Ein wilder Eber? Naja, begeistert war der nicht von der Idee. Ein alter Gag, aber immer noch gut, was? Machen die auch Menschenfleisch-Salami? Oder ich habe da so ganz, ganz, ganz komische Vibes kommen hier gerade rüber. Mögen Sie Golf? Nee, ich kann keinen Schläger halten. Jeder Schwung, patsch, ein Schlag in den Boden. Es geht nichts über Baseballschläger. Ja, aber zum Lernen ist es nie zu spät. Darf ich vorstellen, Stobarts patentierter ausziehbarer Golfschläger. Ausziehbar? Nicht unpraktisch. Aber bei tragbaren Sachen geht doch nichts über das gute alte Klappmesser. Messer? Oh, sorry, mein Fehler. Ein schöner Schläger, wirklich schön. Mehr über Salami, bitte. Was ist denn der Martino-Salami denn so besonders? Die besten und frischesten Zutaten. Frische Eber und so. Und das Geheimrezept, das natürlich. Das Geheimrezept. Welche Salami würden Sie mir denn empfehlen? Das wusste ich schon, als ich hier reinkam. Die Martino-Meisterklasse. Das Nö-Plus-Ultra in der Salami-Welt. Das Nö-Plus-Ultra. Interessantes Latein, beeindruckend. Für die Martino-Meisterklasse nehmen wir nur das zarteste Fleisch. Drei volle Tage lang abgehangen, ausgeblutet und permanent geschlagen. Geschlagen? Mit was denn? Baseballschläger. Und wenn das Fleisch fertig ist, wird es vom Boss persönlich gehackt. Aus einer Charge machen wir bis zu 50 Salamis. Jede einzelne geht als Unikat in ein anderes Geschäft. Das ist meine einzige 28 Jahre Meisterklasse. Und sie ist preiswert. Wow, wenn man bedenkt, dass die Salami hier seit 28 Jahren hängt. Ha, sind Sie verrückt? 28 Jahre ist das Fleisch alt, wenn es in der Salami landet. Aha. Oh, verstanden. Ganz gruselig. Wie lange arbeiten Sie hier schon? So lange, wie ich denken kann. Wir gehören schon lange zur Familie. Also sind Sie mit den Besitzern verwandt? Nein, nein. Die Familie. La Familia. Die Familie. Oh, verstehe. Die Familie. Komischer Kauz. Wovon redet der? Und warum arbeiten Sie hier im Salami-Shop? Naja, zuallererst einmal, weil ich Salami liebe. Und dann vor allem, wie könnte ich sonst so vielen Leuten meine Liebe zur Salami demonstrieren? Da ist eine Stimmung, die sonst häufiger nachts unten an den Docks zu spüren ist. Sie wirken wie einer, der schon einiges erlebt hat. Wie wär's mit Urlaub? In Rente gehen? Hören Sie, bei Mama Martino geht man nicht in Rente. Nee, das glaube ich Sie auch. Sie schickt einen in Rente. Okay, ganz komischer Verein. Komisch, komisch. Die Vitrine ist voller Salamis. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Sorten gibt. Ich meine, wenn man eine gemacht hat, warum dann noch mehr erfinden? Ja, alle mit so verschiedenen Würzungen und so, ne? Ich meine, ich bin Vegetarierin, ich esse langweilige vegetarische Salami, wenn überhaupt. Aber vom Geschmack her mag ich Salami eigentlich auch sehr, sehr gerne. Und wieso bin ich eigentlich schon wieder so krisselig und durchsichtig? Egal! Die Vitrine ist voller Salamis. Noch was? Die Vitrine ist voller Salamis. Vielleicht können wir uns hier noch die Geräte oder so angucken. Da ist eine Tür, ja. Aha, da kann man sich den Kittel nehmen.
Aber da wird er uns nicht durchlassen. Naja, dann werden wir wohl noch was finden. Mal sind die Docks. Ah, eine Mülltonne. Ein bisschen Mülltonnen wühlen. Ohne Ganzkörperschutzanzug packe ich diese Eimer nicht an. Will er die erst angucken, wenn wir den Kittel haben? Was mit der Tür? Kommen wir hier so einfach durch? Zu, sehr klug. Heutzutage weiß man ja nie, wer hinter deiner Salami her ist. Oder andere. Die Hintertür zum Laden. Vielleicht können wir ja die anders aufkriegen. Warum sollte ich das wohl versuchen? Können wir die irgendwie aufbrechen? Das funktioniert so nicht. Vielleicht ist ja in den ekligen Mülltonnen ein Schlüssel. Was ist das eigentlich für Kleinkram, der hier? Das sind so Zigaretten, ne, die hier liegen. Ich sehe Zigaretten hier liegen. Okay. Ich schaue mich noch mal ein bisschen mehr um. So, dann haben wir das. Da ist das Tor. Was wird hier denn... Was hier Unkoscheres gemacht? Ach, wen haben wir denn da? Okay, okay. So, dann können wir ja hier mal hochlaufen. Genau. Oha. Können wir hier durch? Hey, sieh da! Wo soll's denn hingehen? Oh, hi, ich bin der Neue. Wo ist Ihre Schürze? Hab ich vergessen. Ach, ich hol mir drin eine andere. Von wegen. Keine Schürze, kein Zutritt. Klingt ein bisschen unlogisch. Ist Vorschrift, Mann. Ohne Schürze kein Zutritt. Alles klar, wusste ich nicht, so als Neuer. Boah, hier hängen hinten schon die Schweinis, die Armen. So, dann reden wir mal mit dem. Hi, ich bin George. Der Neue. Juckt mich nicht. Für mich sind sie Luft. Entzückend. Na und? Ich bin nicht zum Quatschen hier. Was wollen Sie? Ein bisschen quatschen. Sie kennen doch Chico aus dem Laden. Was ist das für ein Typ? Für den alten Bock wird's langsam Zeit. Hat ein Gedächtnis wie ein Sieb. Aber sag ihm das besser nicht. Der ist jähzornig wie ein Stier. Aber der sieht doch harmlos aus. Ja, das hat der letzte Helfer auch gedacht. Dann hat der Chico nach einer Kippe gefragt und bam! Bam? Bam! Einen Monat später kriegten wir seinen Schlips in der reklamierten Dose Hundefutter zurück. Aha. War ein Witz, Kleiner. Toller Scherz. Von so einem komischen Mafiosi-Verein, die solche Scherze machen mit so einem Hintergrund. Hören Sie, auf meiner Ranch habe ich 5 Mäuler zu stopfen. Klein Timmy ist todkrank, ich brauche das Geld. Jetzt sperr die Löffel auf. Keine Schürze, keine Arbeit, keine Kohle, klar? Aber Sie tragen doch auch keine. Habe ich eine Rinderhälfte auf der Schulter? Nein. Roll ich etwa eine Salami? Nein. Na bitte, ohne Schürze arbeitest du hier nicht, Freundchen. Naja, wenn Sie das so sehen... Es muss doch eine Lösung für diese Schürzengeschichte geben. Nerv. Wie wär's mit der hier? Ich hau Ihnen was aufs Maul und Sie landen für den Rest der Nacht im Krankenhaus. Sie machen nicht viele Worte, aber diese Worte sprechen Bände. Keine klugen Sprüche, ja? Martinos Meatpacking Company. Wo finde ich denn die berühmte Mama Martino? Wann kann ich sie mal sehen? Sind Sie verrückt, Mann? Mama ist seit 50 Jahren unter der Erde. Ruht in Frieden. Oh, sorry, das wusste ich nicht. Wer ist denn dann der Chef hier? Der Boss. Fingers Martino. Hat man Ihnen das beim Vorstellungsgespräch nicht gesagt? Doch, doch. Naja, da war ich ziemlich aufgeregt. Das erklärt alles. Ja, wir waren da so aufgeregt, dass wir auch das mit der Schürzengeschichte alles, das haben wir noch nicht so richtig verstanden. Oh. Hey, Freundchen, wo soll's denn hingehen? Ich wollte bloß die Temperatur im Kühlwagen überprüfen. Sie brauchen eine Schürze, um hier zu arbeiten. Wie oft soll ich das noch sagen? Die ist zu Hause. Ich will mir doch nur ein paar Kröten für meine arme Familie verdienen. Dann gehen Sie besser nach Hause und holen Sie sie her, kapiert? Sie sind grausam und herzlos, wissen Sie das? Okay, dann lauf doch mal... Nein, nicht da rein, sonst werden wir gleich wieder angequatscht. Können wir hier so runter? Nee, ne, wir müssen da hinten rum. Okay. Nein. Genau. So, dann laufen wir hier wieder zurück. Jetzt mit der Maus immer so hinnavigieren, wo er hinläuft. Hey!
machen Sie da? Zu Ihnen kommen. Oh, ich dachte, Sie hätten da vielleicht noch ein paar Spezialsalamis versteckt. Nee, habe ich nicht. Alles klar? Klar, wie Sie meinen. Will ich hoffen. Sonst muss ich andere Seiten aufziehen. Oh, das war ein Machtwort, so dann... Hey, Chico, vielleicht können Sie mir ja weiterhelfen. Klar, solange ich keinen umlegen muss. War nur ein Scherz. Schade, wir können ihn nicht auf die Schürze ansprechen. Möchte er vielleicht rauchen? Sie wissen nicht zufällig, was das für Zigaretten sind? Aber klar doch! Das sind Heavenly Breeze, die besten italienischen Zigaretten, die es gibt. Interessante Marke. Meine Lieblingsmarke. Ah. Sind hier kaum zu kriegen, wenn Sie wissen, was ich meine. Ja, das dachte ich mir. Ein Zug an diesen Dingern und man fühlt sich wie im siebten Himmel. So ist es, Sir. Ah, er will die also haben. Was wollen Sie für die Packung? Die Schürze. Die Salami. Was soll ich sagen? Die Schürze natürlich. Okay, wie wär's mit der ganzen Packung im Tausch gegen Ihre Schürze? Geht nicht. Wenn ich ohne Schürze erwischt werde, bin ich meinen Job los. Aber er trägt sie doch gerade gar nicht. Sie brauchen die Schürze doch gar nicht, sie tragen sie ja nicht mal. Vorschrift ist Vorschrift. Ich will nicht als Martinos Meisterklasse enden. Sie brauchen die Schürze doch gar nicht, sie tragen sie ja nicht mal. Da muss ich Salami sogar sagen. Vorschrift ist Vorschrift. Hätte ich nicht gedacht. Ich will nicht als Martinos Meisterklasse enden. Ja, dann gib mir die Salami. Also gut, wenn ich Ihnen diese Zigaretten gebe, geben Sie mir dafür die Meisterklasse-Salami. Die Salami für ein paar Zigaretten? Interessantes Angebot. Abgemacht. Hier bitte, einmal Martinos klassische Meisterklasse-Salami. Danke, hier ist Ihre Packung. Jetzt haben Sie wohl richtig Schmacht nach so einem tödlichen Glimmstängel, nicht wahr? Da können Sie drauf wetten. Aber wenn ich hier verschwinde und erwischt werde, bin ich dran. Ich muss warten, bis keiner mehr da ist. War nett, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ja, das machen wir doch Chico gerne hat, für was ihn. Er will. Jetzt heißt es tarnen, warten und beobachten. Ja, tarnen heißt, wir gehen jetzt einfach mal raus oder können wir nochmal mit ihm quatschen? Hey, Chico, vielleicht können Sie mir ja weiterhelfen. Nee. Ja, dann gehen wir einfach mal raus und warten, dass er rauskommt. Denn erst wenn wir weg sind, wird er ja rauchen gehen, ne? Reicht das so? Getarnt? Ohne Ganzkörperschutzanzug packe ich diese Eimer nicht an. Muss ich denn hingehen, dass das als getarnt gilt? Weiß ich nicht. Weil er wird ja... Ach so, jetzt geht er. Jetzt geht er schon, ne? Er öffnet hier irgendwie die Tür. Geh mal hier hin. Vielleicht bin ich einfach zu schnell. Ist der noch? Kann ich hier stehen? Dann lauf mal hier hin oder irgendwann eigentlich. Tür aufmacht. Wie hinten die ganze. Jetzt bin ich weit genug weg. Yes, okay. Schnell hin. Er raucht. Okay, man muss da einfach nur da vorne hinlaufen. Geh rein. Yes. Mit dieser Schürze könnte ich mich frei im Gebäude bewegen. Kann Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf... Ach so. Ja, da ist unsere Schürze. Wir sind jetzt Metzger George. Traumjob. So, ich hab... Oh nein! Oh, jetzt fällt er da auch noch runter. Das kann er? Wusstest du gar nicht, dass er runterfallen kann? Nee, das geht nicht. Das Rolltor öffnet sich nicht. Muss abgeschlossen sein. Kommt vielleicht noch. Geh mal hier hin. Jetzt haben wir ja unsere Schürze. Jetzt können wir auch hier rein. Haha, es passiert hier sogar auch gar nichts. Was ist hier? Ein bisschen Eis mitgenommen. Oh,
Eis, aber Eis schmilzt. Wozu brauchen wir das Eis? Na, endlich die Schürze gefunden? Yep. Genau, genau. Wir haben das Eis. Was mache ich jetzt mit dem Eis? Wieder will ich auch auf keinen Fall runter. Okay. Das Rolltor ist verschlossen, aber ich kann Leute auf der anderen Seite hören. Okay, solange ich nicht weiß, wozu ich das Eis brauche, werde ich mich jetzt hier auch nicht groß beeilen. Geh mal hier, geh mal. Boah, das ist eklig hier. Ist das eklig. Aha. So, die Lagerhalle. Okay. Was haben wir hier? Ein Feuerlöscher. Oh. Brandschutzdecke. Eine Brandschutzdecke. Könnte nützlich sein. Na, wozu brauchen wir die denn? Was haben wir denn vor? Gehst du da mal hin, bitte? Okay. Was ist hier in der Tür? Erstmal gucke ich mich hier nochmal um. Aha. Ein Schlüssel gefunden. Sicherheitsschlüssel der Maschine. Ein kleiner Bund mit Maschinenschlüssel. Okay, wir haben ein paar neue Dinge gefunden. Ich kann Musik hören, aber woher kommt sie? Aha. Von da oben. Okay, spannend. Und dann ist hier noch ein Schloss. Und so ein Hebel. Der Gabelstapler ist tot. Keine Lampen. Nichts. Okay, da werden wir wohl den ganzen... Oh, ach so, ich kann hier raufgehen. Alles klar. Aber ja, das bringt mir ja so nicht viel, ne? Nee, so falle ich da ja wieder einfach runter. Okay. Was haben wir hier noch? Was mache ich hier? Oh, das Ding kann ich schieben. Alles klar. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich vorhab. Und dann haben wir da auch noch einen Schalter, oder? Ach so, ich will den darauf tun und dann kann ich darauf klettern. Ja, ja, okay. Ich wollte mal erstmal hier die Tür, die wird wahrscheinlich zu sein, weswegen wir den Kram hier überhaupt machen. Aber erstmal probieren. Die geht tatsächlich doch noch auf. Okay. Geh mal da rein. Geh da rein. Geh. Ja. Hä? Seltsam. Meine Lieblingsarie dringt durch die Wände. Aber von wo? Okay, also hier auch. Dann haben wir noch einen Erste-Hilfe-Kasten. Gut, gut, gut. Leer, bis auf einen elektronischen Kartenleser. So voll das Versteck. Können wir den hier benutzen? Nee, ne? Das mache ich nicht. Das machst du nicht und das funktioniert. Und hey, können wir das Ding damit ausschalten? Das ist nicht der richtige Weg. Hm. Mit den Fingern in der Elektrik rumzustochern macht keinen Sinn. Braucht also noch eine Karte dafür, aber gut zu wissen, dass das da überhaupt ist. Ja, spannend. Viele neue Orte. Kann ich hier so rauf? Eine Kiste oder so? Weil ich ist ein bisschen dunkel, deswegen... Nicht, dass ich hier irgendwas zu tun habe. Es ist anscheinend nur für den Kartenleser wichtig. Vielleicht öffnet sich ja dann hier noch so eine Geheimtür oder so. Hm, und wozu ist das Eis gut, ne? Spannend. Okay, da ist aber auch nichts zum Bedienen. Nee, lass das... Nein! Das war super! Mach das wieder rückgängig. Das wollte ich gar nicht. Genau. So, wenn wir den irgendwie... Aber das Ding ist ja tot. Er hüpft hier halt auch so durch die Gegend, ob ich das gar nicht will. Der Gabelstapler ist tot. Keine Lampen. Nichts. Und hier drücken? Der Gabelstapler ist tot. Keine Lampen. Nichts. Tot heißt, geht gar nicht mehr oder nur mit Schlüssel? Aha. Die Sicherheitsschlüssel passen auf den Gabelstapler. Na. Dann nochmal das Ganze.
Yeah. So, und dann rauf. Und dann nochmal rauf. Und dann nochmal rauf. Ja, ja, rauf. Wuhu. Dann wollte das Arschloch mir erzählen, meine Jungs hätten es vermasselt. Hä? Jeder weiß, dass meine Jungs die Besten sind. Stimmt doch, Mr. Spallacci, oder? So sagt man. Deshalb haben sie mich angeheuert. Offenkundig. Was soll's? Toni bekommt jetzt jedenfalls kalte Füße. Ist doch so, Jungs, oder? Ja, ja, genau, Mr. Fingers, Sir. Schätze mal, er wird noch eine ganze Weile rumhängen müssen, bis er wieder einen Job kriegt. Ich schmeiß mich weg vor Lachen, Mr. Fingers. Wenn sich einer an meine Alte ranmacht, damit kann ich umgehen. Aber wenn sich einer an meine Geschäfte ranmacht, das nehme ich persönlich. Wie dem auch sei, Mr. Spallacci, es ist geschafft. Das Manuskript ist unversehrt. Abgeheftet unter F wie Fundsachen. Clever, was? Jedenfalls besser als unter F wie Fehler, nicht wahr? Oder G wie Garotte. Oder H wie Hängen. Sehr witzig, Mr. Spallacci, Sir. Sehr witzig. Ich weiß, wie ich diese Jungs da rauskriege. Von der Stimme klang der ja wie Flap. Oder war es Guido? Nee, es war Flap. Noch irgendwas? Ich kann Spallacci und Fingers noch im Büro erkennen. Wenn ich sie überreden könnte zu gehen, könnte ich mir das Manuskript schnappen. Ich kann Spallacci und Fingers noch ja. im Büro erkennen. Gut. Wenn ich sie überreden könnte zu gehen, könnte ich mir das Manuskript schnappen. Ich finde die Musik schön hier übrigens im Spiel. Ich finde das harmonisch. In den Baphomets Fluchteilen finde ich die Musik immer eigentlich schön. Macht ja auch irgendwie die Atmosphäre in solchen Point-and-Click-Spielen aus, so die Musik. Gehört dazu, ne? Bei guten Spielen muss gute Musik auch sein. Gut, hier können wir, glaube ich, nichts mehr machen. Also es ging relativ fix, jetzt hier dieses Rätsel zu lösen. Das war jetzt nicht so schwer, aber vielleicht... Ja, da wird's auch irgendwie noch einen Weg geben, aber ich gehe jetzt erstmal zurück.